Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moon Bazoo auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir angefangen, beziehungsweise haben wir fertiggestellt unsere Garage und unseren Siruphandel da hinten. Heute geht's weiter. Heute müssen wir Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen eine Menge Holz. Ohne Holz geht's nicht, aber als erstes brauchen wir leider Gottes Sprit, weil das läuft alles noch über das Ding. Und dann machen wir den jetzt mal noch aus. Dann fahren wir nämlich gleich in die Stadt und holen uns noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Benzin. Holz. Holz wollen wir später. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Sprit wieder für das Ding, damit wir das auffüllen können. Da werden wir wahrscheinlich ein, zweimal fahren müssen, weil wir brauchen davon ein bisschen mehr. Das Ding muss leider Gottes immer weiterlaufen. Solange wir noch keinen Stromanschluss haben, muss der Kram laufen. Bisschen anstrengend, bisschen nervig, aber okay, macht nichts. Oh, wir sollten mal vielleicht nicht ganz so schnell fahren. Wir haben doch garantiert die Hälfte schon wieder verloren. Ach man, habe ich wieder voll vergessen. Mag ich doch. Ja toll, den Müll hat er drauf gelassen. Aber die Becher hat er verloren. Na, egal. Egal. Holen wir auf dem Rückweg wieder. Die holen wir dann halt auf dem Rückweg wieder noch. Nehmen wir auf dem Rückweg wieder mit. Die haben wir garantiert jetzt irgendwo da verloren. Mit viel Glück zu Hause. Mal sehen. Jetzt mal ab in die Stadt. So, ab in die Stadt mit uns. Haben wir es gleich geschafft, dann können wir uns ein bisschen Sprit holen. Dann holen wir uns vielleicht, na, Sirup brauchen wir uns eigentlich nicht holen jetzt gerade. Haben wir noch ein bisschen was zu Hause, glaube ich. Wir gucken dann mal, dass wir auch gleich unsere Freundschaftspunkte wieder mitnehmen. Die nehmen wir dann auch. Wir haben das Fass verloren. Ach man. Ich hab's geahnt, wir haben das Fass verloren. Wir müssen gleich wieder da zurück. Nun gut. Den nehmen wir schon mal raus, den kann dahinter. Und hier hat mir nämlich noch einmal das Zeug liegen. Ist uns beim letzten Mal, glaube ich, schon rausgefallen irgendwie. Keine Ahnung. So, wir müssen noch nicht achten, ne? Ach, die sind noch, die haben noch geschlossen. Was ein Blöd. Ach, das ist was. Guck mal einer, schau. Nehmen wir gleich mit. Ja, Ladungssicherung wäre auch mal nicht schlecht, also. So, wie sieht es jetzt aus hier? 3 Minuten noch. Mach doch mal auf hier. Los jetzt, ich will tanken. Tanken, los, aufmachen. Mach die Tür auf. Los, hopp, hopp. Jetzt aber. Na, so geht doch. Machen wir das Ding noch voll hier. Das ist auch wieder Geld. Oh, mein. Wie hier ein Geld verschleudern, ey. Sache, ich muss demnächst mal wirklich mal ein bisschen Geld farmen gehen. Sonst wird das nichts hier. Den wieder rauf. Sehr schön. Und dann das da rein. Und dann holen wir uns gleich die Freundschaftspunkte. Und dann das da. Sehr schön, die haben uns geholt. Dann wollen wir doch mal gleich zurück hier. Gar nicht lange rumeiern hier. Dann kostet uns das auch relativ wenig Zeit. Dann fahren wir gleich wieder zurück. Wir sind hier lang gekommen. Glaube ich. Wir haben das Fass schon wieder verloren. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Wir haben das Fass schon wieder verloren. Das kann aber nicht wahr sein. Meine Güte, ey. Auf da jetzt. Da bleiben. So, ab nach Hause. Beim Bruder nochmal vorbeischauen, da uns auch noch ein paar Freundschaftspunkte holen. Und dann fangen wir heute an mit dem Sirup machen. Zumindest nebenbei so ein bisschen. Gucken, ob unser Fass auch da bleibt. Ja, sehr schön. Unser Fass ist noch hinten drauf. So, erstmal ab voll in die Eisen hier.
Und das Fass fliegt hinten durch die Gegend wie so ein Lämmerschwanz. Jetzt ist es doch bestimmt gleich wieder weg. Nee, doch nicht. Heute mal kein Schild mitnehmen hier. Das geht ja mal gar nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Rest hier verloren haben. Schauen, wo wir das verloren haben. Das haben wir bestimmt hier auch irgendwo verloren. Das Fass ist noch hinten drauf, das ist gut. Ach ja, wo haben wir denn jetzt unseren Kram hier verloren? Schön. Finden wir nicht wieder? Egal, macht nichts. Das macht doch noch gar nichts. Wir müssen ja sowieso erstmal den anderen Kram machen. Aber wir brauchen definitiv Wasser. So, dann wollen wir mal. Schön hier alles wieder gießen. Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich wüsste immer noch zu gerne, wo wir den ganzen anderen Gerümpel verloren haben. Naja, keine Ahnung, irgendwo werden wir es wohl hingeschmissen haben. Jetzt werden wir erstmal da schnell runter. So. Den nehmen wir schon mal mit. Wir können unseren so tollen Generator schon mal auffüllen. Den machen wir schon mal voll. So, den machen wir voll. Da müsste das eigentlich jetzt für reichen, hoffe ich. Dann kann der nämlich schon mal loslaufen. So, den haben wir voll. 18 Liter sind noch drin. Und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Ja, ich hatte einen kleinen Hustenanfall. Den wollte ich euch jetzt ersparen. Und deswegen haben wir den erstmal rausgeschnitten. So, das Ding haben wir voll. Jetzt geht los hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unsere Kettensäge ist. Die muss hier auch irgendwo rumfliegen. Also hier haben wir auf jeden Fall noch Holz. Und wo ist jetzt unsere Kettensäge? Wo ist unsere Kettensäge? Hier haben wir auf jeden Fall Bäume gepflanzt. Glaube ich. Nein, aber nicht. Ich glaube, die ist da oben irgendwo gewesen. Die Kettensäge. Ja, dann machen wir das anders. Wir fahren erstmal mit dem Quad da hoch. Genau, wir fahren mit dem Quad da hoch. So. Wir fahren mit dem Quad und dem. Wir wollten eigentlich mit dem Hänger noch mit hochfahren. Aber naja, den haben wir jetzt vergessen. Den sollten wir vielleicht mitnehmen. Ohne den wird's nix. Wurms. So, jetzt aber. Auf geht's. Jetzt nehmen wir den Hänger gleich mit. Dann können wir den Kram nämlich da oben gleich sägen. Dann haben wir das Holz nämlich auch gleich da. Eigentlich muss ich jetzt erstmal gucken, wo die blöde Kettensäge war. Und wir holpern hier durch die Gegend. Da ist die Kettensäge, ich habe sie gefunden. So. Den können wir ausmachen. Da machen wir die Bremse rein. Ach, den können wir nicht machen. Und den brauchen wir nicht. Gut, dann machen wir hier erstmal. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Holz. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Holz. So, und dann, komm, dann nehmen wir den hier auch noch mit. Flop und flop. So, jetzt haben wir uns ein bisschen Holz geholt. Und jetzt schmeißen wir ihn hier an. So. Sehr schön, sehr schön. Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz, so wie es sein muss. Okay, wir machen jetzt kein Holz mehr, weil Benzin alle. Ganz großes Kino. Da müssen wir jetzt gleich erstmal gucken, dass wir uns, ja, den anderen holen. Dann müssen wir uns den Wagen holen. Und dann können wir weitermachen.
Dann können wir weitermachen. So. Also müssen wir uns den Pickup holen mit ein bisschen Benzin und dann geht weiter. Moment, Moment. Jetzt. So. So, dann holen wir uns den Pickup, holen uns den Benzinkanister und machen noch ein bisschen Holz da. Und dann fangen wir mal an und versuchen so ein bisschen, ja, Sirup zu produzieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon mal probiert, aber das ist gar nicht so einfach. Echt kompliziert, der ganze Mist. So, machen wir den hier erstmal an. Den können wir schon mal anmachen. Das Ding nehmen wir mit. So, das schmeißen wir da rein. Gucken, dass unser Fass auch da bleibt. Das rollt noch durch die Gegend. Hat noch gute Laune. So, lassen wir hier ein bisschen Sprit reinmachen und dann geht weiter. Ja, so läuft das. Hallo, aussteigen. Ach man. Passt es noch da? Das ist gut. So, dann machen wir den mal auf hier. Den schnappen wir uns. Und dann machen wir da ein bisschen Sprit rein. Okay, mehr haben wir nicht. Das Ding ist schon wieder leer. Ach verdammt. Gut, das muss reichen. Müssen wir halt nochmal in die Stadt fahren nachher und noch ein bisschen Sprit holen. Ist halt blöd, wenn man das alles noch mit diesem komischen Generator machen muss. Aber nun gut. So, ein bisschen Holz. Wir brauchen das Holz zum Verbrennen. Eigentlich logisch. So, das müsste erstmal reichen. So, den haben wir aus. So. Ja, schmeißen wir das mal alles rauf hier. Machen wir die Tür zu. Geh mir nicht in den Weg hier. Geht ja mal gar nicht. So, das darauf, das darauf. Ja, und das jetzt da rein. Ja, komm, das nehmen wir auch noch mit hier. Ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. So, jetzt fahren wir erstmal da rüber und dann machen wir ein Feuerchen. So, und wir sind da. Wir sind angekommen. So, den können wir ausmachen. Den komischen Eimerkanister können wir auch schon mal rausschmeißen. Der kommt nämlich gleich hier mit. So, den packen wir hier drunter. Und jetzt brauchen wir Holz. Machen wir auch die Luke. Dann nehmen wir das Holz. Genau so. Dann da rein. So, jetzt schmeißen wir da Holz rein. Logischerweise. So, das auch noch da rein. Ich glaube, drei, vier Scheite kann man da reinschmeißen. Also so genau habe ich das jetzt noch nicht rausgekriegt. So, drei. Vier. Mal gucken, ob wir fünf reinkriegen. Ich bin mir nicht sicher. Hier, einen kriegen wir noch rein, oder? Einen kriegen wir noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch. Moment, den schmeißen wir mal so hin und dann nehmen wir den auf und dann. So, jetzt ein bisschen Papier. Und wisst ihr, was wir vergessen haben? Ich weiß es. Anzünden. Juhu! Ja, dann können wir den Benzinkanister gleich wieder mitnehmen. Und dann holen wir schnell den Anzünder von hinten und dann befeuern wir das Ding mal schnell. In der Zeit läuft natürlich so super gut unser Generator schon. Total toll. Hallo. Was ist los mit dir? Nicht ausbrechen. Gerade fahren. Gib mal Gas hier. So. Wir holen mal schnell unseren. Da ist er. Den brauchen wir.
Ohne den geht's nicht. Dann ab geht's, jetzt geht's wieder zur Hütte zurück. Jo, es geht zurück zur Hütte. Wir haben es heute echt drauf. Voll der Überschlag hier. Kein Wunder, dass wir hier Beulen in dem Auto haben. Nicht schlimm, nicht schlimm. Schlimmer wäre es natürlich jetzt, wenn wir das andere Ding verloren hätten, aber das ist noch da. Das ist gut, wir haben das Ding noch. So. Jetzt befeuern wir den. So, der wäre befeuert und jetzt machen wir die Kiste hier zu. Sehr schön. So, jetzt müsste da hinten nämlich auch stehen. Running. Es so läuft. Es war very bad, aber es läuft. Eher schlecht als recht, aber es läuft. Ich glaube, das ist nachher nur für den Großen. Den brauchen wir nicht. So, die Dinger kann man nicht bewegen hier. Da ist nichts mit bewegen. Und das ist für den ganz großen Kanister, der hier oben ist nachher. Der fehlt uns hier noch. Den haben wir noch nicht. Aber der kostet auch ein Weinegeld. Also von daher, den können wir noch nicht haben. Das Ding können wir mal hier hinlegen. So, wenn das Ding jetzt mal anfängt hier zu brutzeln, dann können wir nämlich hier sehen, wie viel Marble Sirup wir gemacht haben. Also folgedessen haben wir jetzt erstmal noch Zeit und können nochmal in die Stadt heizen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir hämmern nochmal in die Stadt. So, erstmal ab in die Stadt nochmal. Unseren Benzinkanister nochmal füllen, nochmal Geld ausgeben. Yay! Ich bin begeistert. Und die Augen offen halten, ob wir unseren Kram finden, den wir hier irgendwo verloren haben. Und ich habe ihn gefunden. Da war ein Schild im Weg, macht nichts, hat uns gebremst. Sehr schön. Wo muss das? Hier ist unsere Heckenschere. So, die brauchen wir schon mal. Schön, die haben wir. Die Heckenschere haben wir gefunden. Das Kabelgedöns haben wir auch gefunden. Und wo sind unsere Gläser hin? Wo sind die Gläser hin? Wo geht's denn da runter? Okay. Das sehe ich heute zum ersten Mal, dass man da runterfahren kann. Ja, das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber jetzt geht's in die Stadt. Erst in die Stadt und dann mal da runterfallen. Vielleicht noch. Vielleicht schaffen wir das noch. Wollen uns ja auch den Sirup noch angucken, ob da jetzt was gekommen ist. So. Und dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht hier in dem Spiel. Ich meine, wir müssen das Rennen, müssen wir noch fahren. Das haben wir noch vor uns. Und dann müssen wir ja auch noch gucken, dass wir den Schrottplatz mal aufkriegen. Die Buggy-Teile müssen wir noch finden. Die sind auch noch wichtig, damit wir uns den Buggy zusammenbauen können. Das werden wir dann mal in den nächsten Folgen mal so in Angriff nehmen. Und zwischendurch, wie gesagt, werde ich mal gucken, dass wir noch ein bisschen Geld farmen. Aber erstmal heizen wir hier rum und gucken, was wir zur Tankstelle kommen. Auf der Ladefläche war ja nichts mehr, glaube ich. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, jetzt sind wir. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, jetzt haben wir uns einmal schön verfahren. Hehe, läuft doch bei uns. Sehr schön, einmal schön verfahren. Da ist die Kirche, da ist das komische Ladendingsbums, da war ein Baum, sehr schön. Ein Baum kann man immer gebrauchen. Ein Bäumchen kann man immer gebrauchen. So, mal gucken hier. Da ist die Post, ja, sehr schön. Die Post haben wir schon mal gefunden. Also wenn es da lang geht, dann geht es da hinten zur Werkstatt. Sag ich doch. Das ist schön. Lassen wir schon mal.
Tanken können wir dann auch gleich noch, wenn wir schon mal dabei sind. Und apropos tanken, in diesem Sinne, schaut euch doch auch gerne mal mein Video zum Gas Station Simulator an. Ja, auch das läuft bei mir, alle 14 Tage. So. Tanken wir den auch gleich voll. Aber ja, wir brauchen wirklich Geld. Wird langsam echt Zeit. Nun komm, mach voll das Ding. Sehr schön. Er ist voll. So, dann hauen wir den mal noch in hier. So, dann machen wir den auf. Und dann schnappen wir uns den und machen den auch noch voll. Ja, weil wegen Tanken ist ja nicht billig, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Mach voll den Eimer. Na komm. So, den haben wir voll gemacht. Sehr schön. So, den haben wir auch voll gemacht. Jetzt schauen wir hier nochmal rein, aber ich glaube, hier braucht man nicht mehr. Ich glaube, die haben wir schon. Ja, hier stehen auch so ein paar Autos rum. Die wollen auch noch fertig gebaut werden irgendwann, ne? Oh, soll ich eine Kröte mal zu Brüch fahren? So! Nein, das ist der falsche Gang, wir brauchen den. So, auf geht's. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Und ja, dann schauen wir uns, was das Sirup so angeht. Was mit dem Sirup so geworden ist. Was mit dem Sirup so geworden ist, müssen wir mal sehen. Der müsste dann auch schon ein bisschen was durchgelaufen sein. Aber ich glaube, das braucht sehr, sehr lange. Oh. Das ging hier schon nicht richtig. Oh, sag mal, Junge, kommst du klar? Immer diese Füller, die im Weg stehen, ey, da gibt's ja wohl nicht. Wo denn das? Immer diese blöden Schilder. So, getankt haben wir auf jeden Fall nochmal. Wir haben auf jeden Fall nochmal einen vollen Kanister dabei. Das ist nicht schlecht, damit können wir auf jeden Fall wieder was anfangen. Essen trinken sollten wir auch bald mal wieder. Halten wir gleich mal zu Hause an, dann holen wir uns schnell was. Und dann gehen wir mal gucken, was der Sirup wird. Obwohl, das mit dem Sirup können wir auch zum Ende hin machen. Dann ist aber gleich ein bisschen besser durchgelaufen. So. Das Ding kann raus, oder auch nicht. Kommt wieder neben den Kollegen hier. So, wir machen dann heute mal noch nebenbei so ein bisschen ausbeulen. Ihr müsst das Ding in die Hand nehmen und dann immer wieder drücken auf der Maus und dann irgendwann beult sich das Ding aus. So, da geht nichts mehr. Ihr seht unten hier, da seht ihr, dann geht das nämlich, dann gehen nämlich die Beulen raus. So, der ist fertig. Beulen wir unsere Kiste mal aus, so ein bisschen. Da geht nichts mehr. Da ging auch nichts. Da muss noch. Geht auch nichts mehr. Da ging auch nichts. Dach. So, Dach noch gerade. Auch nichts mehr. Und hier Rückseite hier. Aber der Kofferraum geht noch. Ja, seht ihr. So, das haben wir auch geschafft. Das Auto ist damit auch ausgebeult. So, jetzt gönnen wir uns mal hier noch einen kleinen davon. Und weil wir im Kofferraum davon ja auch noch was liegen haben, können wir uns davon auch noch ein. So, ihr wart der Meinung, wir wollen das Auto in meinen Kanalfarben mal malern. Dann machen wir das. Erstmal schön entrosten die Kiste.
So, jetzt müsste eigentlich alles entrostet sein. Das ist schon mal schick alles. Gut, wir brauchen also Schwarz. Kann ich das Dach schwarz machen? So, das Dach ist schwarz. Dann machen wir den Kofferraum noch schwarz. So, die Motorhaube schwarz. Die Heckstoßstange machen wir weiß. Und die Felgen machen wir rot. Ja, genau. Aber ich glaube, unser Weiß ist leer. Unser Weiß ist, glaube ich, leer. Aber wir können die Felgen noch rot machen. Das kriegen wir noch hin. So. Müssen wir uns beim nächsten Mal nochmal weiß kaufen für die Heckstoßstange. So. Also das wären jetzt so ungefähr meine Farben. Außer dass die Heckschürze noch rot ist. Die müssen wir noch weiß machen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Farbe dafür noch kriegen. Und jetzt sitzt wieder zurück. Was ist los mit dir? So. Gut, dann haben wir das auch schon geschafft. Dach schwarz, Kofferraum schwarz, Motorhaube schwarz, Rest weiß und die Felgen sind rot. Dann hätten wir das nämlich auch schon erledigt. Wir können hier den noch ausbeulen. So, dann beulen wir hier unseren. Den auch nochmal schnell aus. Aber ja, das dauert wieder, bis der ausgebeult ist. Das dauert, der ist ganz schön verbeult. So, das haben wir geschafft. Die Tür. Dann los. Wir brauchen heute wieder ganz schön lange hier in die Türen. Jetzt ist er fertig. Ach, der macht auch gleich das hier alles mit weg. Okay. Nun gut, das haben wir auch geschafft. So, dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Anti-Rostmittel. Dann können wir am Truck auch noch ein bisschen entrosten. So, das haben wir schon mal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann entrosten wir den auch gleich. Das haben wir auch. Ja, und dann haben wir noch. Ach, das haben wir auch schon alles. Okay, dann fangen wir mit den Felgen an. Dann brauchen wir nur noch dreimal davon. Dann haben wir den auch entrostet. Sehr schön. Okay, das haben wir auch geschafft. Da ist kaum was verbraucht. Das ist gut. Dann rennen wir jetzt mal rüber und schauen, was unsere so tolle Farm da drüben sagt. Ob wir da jetzt endlich mal ein bisschen was schon gekriegt haben, ob da schon ein bisschen was an Sirup rausgekommen ist. Oder auch nicht. Das werden wir dann sehen. So, Surprise, Surprise, lasst uns überraschen. Wir schauen rein. Hier fackelt nichts mehr. Eins von 240. Ernsthaft. Ernsthaft. Eins von 240. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Ich habe da auch noch nicht den richtigen Trick bei rausgefunden, wie das funktioniert, wie das richtig funktioniert. Da muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen, so ein bisschen. Aber wie ihr seht, wir haben auf jeden Fall schon mal was rausproduziert. Wir haben unser Auto entboilt und entrostet, beide. Und ich würde sagen, das war's dann für heute mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gut. Ciao. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.